Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von ARA History Untold. Ich beginne diese Episode gleich mit einer wichtigen Frage an euch, nämlich der Frage, ob wir dieses Playthrough wirklich weit durchspielen wollen oder ob wir sagen, wir spielen das bis Akt 1 zu Ende und starten dann ein neues Playthrough, weil in der Zwischenzeit ist jetzt auch schon das Update 1.04 gekommen, ein weiterer Hotfix, der sich vor allen Dingen um Balancing-Fragen kümmert. Und auch 1.03 hat ja viele Balancing-Veränderungen gebracht und die werden alle nicht aktiv, solange man einen Spielstand weiterspielt, der vor den Patches erstellt wurde. Im November soll der erste große Patch rauskommen für ARA History Untold und die Devs sind wohl zuversichtlich, dass dann auch eine große UI-Verbesserung reinkommen soll. Deswegen wäre mein Favorit tatsächlich nur den ersten Akt jetzt hier mit Mexiko durchzuspielen und dann im November ein neues Let's Play zu starten mit ja wieder einer random Nation und dann wahrscheinlich auch auf Herzog oder Großherzog Schwierigkeitsstufe. Ich denke, das ist noch ganz gut machbar. Und ja, das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde vielleicht auch noch eine Community-Umfrage starten, aber ihr könnt mir mal eure Meinung schon mal in die Kommentare schreiben, dann weiß ich schon mal Bescheid. Aber das soll genug sein, was das organisatorisch angeht. Jetzt fangen wir einfach mal an zu spielen. Wir haben eine neue Nation getroffen. Hier unten südlich von Belgien noch. Welche haben wir denn da? Das ist Wilma Mankiller von den Cherokee. Sehr interessant. Ich kenne nichts über ihre tatsächliche Geschichte. Also falls ihr da irgendwelche Infos habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Hört sich auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Namen an, die Mankillerin. Und hier haben wir ja vorgehabt, einen Krieg zu starten. Können wir uns das schon erlauben mit unserer Kriegsmüdigkeit? Das hat man, glaube ich, letzte Episode auch schon angeguckt. Wir brauchen noch knapp 6 Runden, bis wir... Oh ne, never mind. Wir brauchen noch knapp 8 Runden, bis wir die Kriegsmüdigkeit so weit unten haben, wie ich sie gerne hätte. Dann warten wir darauf weiterhin. Welche Einheiten sind alle untätig? Ihr? Okay, dann könnt ihr jetzt erstmal hier alle in den Verschanzen-Modus. Das ist die F-Taste, okay. Dann weiß ich das für die nächsten Runden, dass ihr das mit der F-Taste Shortcutten kann. Und dann sind wir auch bereit für den nächsten Zug. Was haben wir gebaut für ein Gebäude? Ein Holzfällerlager. Das kann wahrscheinlich wieder... Oh, nee. Bin hier... Das war genau da, wo ich dachte, es wäre ein Pop-up. Aber nein, ist es nicht. Sorry, da war ich selbst verwirrt. Wir haben Rot aktiviert. Das ist gut. Ein neues Biom entdeckt. Den gemäßigten Wald. Das ist sehr interessant. Es gibt halt verschiedene Biome. Die verschiedenen Biome haben dementsprechend dann auch verschiedene Erträge und verschiedene Tiere, die dort spawnen können. Gut, hier unten werden wir lange Zeit nichts machen wahrscheinlich. Aber irgendwann werden wir, wenn dieses Let's Play lang genug geht, auch in die Richtung weiter expandieren. Wir haben jetzt viele Sachen gefertigt und ich habe in dieser Episode noch gar nicht meine Städte gecheckt. Das werde ich jetzt einfach einmal machen. Ob alle das machen, was ich möchte. Ob wir alle Verbesserungen haben, die ich haben möchte. Dort haben wir leider immer noch nichts, was wir da reinpacken könnten. Haben wir hier für die Wohnung schon Möbel? Haben wir auch noch nicht. Nein. Dann stellen wir die also noch her. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es eingestellt hatten. Hier ist ein Hof, der keinen Flug hat. Jetzt haben wir einen Flug. Dann ist die Stadt soweit durch. Gucken wir nochmal die anderen Städte durch. Ich glaube, vor allen Dingen Höfe müssen wir mal angucken, ob da überall Flüge drin sind, jetzt wo wir welche produziert haben. Hier sieht es gut aus. Nemrut Duck wird immer noch gebaut. Da müssen wir uns immer noch beeilen. Das sieht auch in Ordnung aus. Dann sind wir jetzt durch und können direkt weiter in die nächste Runde. So, Keramiktöpfe ist mir nicht so wichtig. Jetzt haben wir aber einen Hof abgeschlossen. Für den haben wir hoffentlich auch einen Flug. Nein, wir haben noch keinen Flug. Das heißt, wenn ich das nächste Mal sehe, dass wir einen Flug fertig haben, müssen wir den hier direkt reinpacken. Wir haben einen weiteren Anspruch in Uruapan. Das wird jetzt interessant. Wir könnten eigentlich Holz oder Materialien gebrauchen. Irgendwelche guten Ressourcen. Das Kupfer wäre nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall in deinem Einflussbereich, denke ich, dass wir uns nach links auch noch ausdehnen. Aber eigentlich bist du ja eher in Richtung rechts unterwegs. Hier hinten sind Schweine. Schweine sind ziemlich stark. Holen wir uns die Schweine und die 4 Nahrung. Und Nemrut Duck können wir es bald beschleunigen. 1397. Wir haben noch 6 Runden Zeit. Es wird sehr, sehr knapp. Ich befürchte fast, dass das nichts wird, wenn nicht demnächst mal die Möbel fertig sind. In einer Runde haben wir ein Möbel fertig. Ein Möbel, das ist auch ein guter Ausdruck. Und hier hätte ich auch gerne einen Altar, denke ich. Aber ich hatte auch gedacht, dass wir hier irgendwo noch eine Spezialisierung hatten. Haben wir uns nicht irgendwo in irgendeinem Bereich Keramikläden gebaut? Da ist noch eine Werkstatt, okay. Oder war es gar nicht in dieser Stadt, wo wir angefangen haben, einen Bereich zu spezialisieren? Ich glaube, hier war das gar nicht. Ich meine, hier oben wird sich Industrie lohnen. Es wird sich auch noch eine Keramikwerkstatt lohnen. Aber ich glaube, die brauchen wir tatsächlich nicht. Eine weitere Bäckerei ist immer gut. Aber wie viele Felder haben wir denn noch? 3 Felder hätten wir noch. Ich denke tatsächlich, dass wir uns das jetzt leisten können, die Docks zu bauen. Auch wenn sie jetzt in meiner Version des Spiels noch 10 Unterhalt kosten, sind sie das dennoch wert. Wie gesagt, in der geupdateten Version sind es, glaube ich, nur 3 oder 2 Unterhalt. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Und du darfst hier unten an die Küste. Das bringt dann 10% Produktion auf die gesamte Stadt. Also in dem Fall 2,4, vielleicht fast 3%, wenn sich die Boni auch noch addieren. So, dann haben wir Fest mal aktiviert. Da können wir auch noch mal kurz nachgucken, ob wir all unsere Annehmlichkeiten auf Vorrat haben, die wir momentan einsetzen. Und das sieht ganz gut aus. Hier haben wir noch eine Annehmlichkeit frei. Und wenn ich die Zufriedenheit noch weiter pushe, kriegen wir mehr Produktion und sollten Namrud
Nemrut-Duck schneller bauen und ja, das ist der Fall. Das hätte ich vielleicht schon vorher beachten sollen. Nee, wir können es erst ab jetzt, weil Uruapan tatsächlich auch erst diese Runde gewachsen ist. Also alles gut. Wir haben aber, glaube ich, einen weiteren Experten. Und wenn ich den irgendwie auf Bauproduktion bekommen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Nur handwerkliche Verbesserung, verdammt. Ich denke, dann möchte ich die erhöhte Produktion auf die Möbel haben. Wir sollten jetzt ja auch Möbel fertig haben. Dementsprechend können wir jetzt hier in unsere Wohnung gehen und dort Möbel platzieren. Warum haben wir keine Möbel fertig? Stand doch nicht eben letzte Runde, dass wir bald fertig sind? Oder habe ich die Runde noch gar nicht beendet? Das kann natürlich auch sein. Dann muss ich nächste Runde unbedingt in die Wohnung in Uruapan die Möbel packen, weil die Möbel bringen mehr Produktion. Und mehr Produktion beschleunigen Nemrut Duck. Und ja, ich habe ab nächster Runde nur noch 5 Runden Zeit für Nemrut Duck, um es im goldenen Zeitalter fertig zu schließen. Nemrut Duck wurde woanders jetzt auch gestartet. Venezuela baut jetzt auch Nemrut Duck, aber ich hoffe, wir sind vor denen fertig. Aber es lässt mich nur noch mehr darin bestärken, dass ich hier auf jeden Fall die jetzt fertiggestellten Möbel in diese Wohnung packe. Denn hier sehen wir, es bringt plus ein Stadtproduktion. Wir machen momentan 23, wenn wir hier links mal reingucken. Jetzt machen wir plus 24. Und Nemrut Duck ist jetzt in 8 Runden fertig. Und wir können es wahrscheinlich in 2 bis 3 Runden beschleunigen. Also bin ich ganz guter Dinge, dass wir erstens die Ersten sein sollten, die es fertig bauen. Und zweitens, dass wir es auch noch schaffen in den 5 Runden unseres goldenen Zeitalters. Und wenn Nemrut Duck fertig ist, gucken wir auch nochmal auf die Triumphliste, wie weit vorne wir mit unseren Prestigepunkten insgesamt sind. Hier ist noch ein Jagdlager fertig geworden. Da können wir uns jetzt entscheiden, ob wir Pelze, Nahrung oder Wildbret herstellen möchten. Die Pelze bräuchten wir für Sandalen. Und Sandalen sind ziemlich stark. Das heißt, wir bleiben hier auch auf den Pelzen. Bin ich bereit, euch sogar noch einen Experten reinzupacken? Haben wir einen über? Wir haben keinen über. Dann möchte ich hier in Parahuka allerdings auch etwas bauen, was uns Sandalen bauen kann. Und das wäre die Gerberei. Und ich glaube, das gesamte Gebiet, wo wir die Pelze jagen, wird jetzt hier voll mit Gerbereien gebaut. Das heißt, wir setzen jetzt eine dahin und setzen dann schon mal noch eine daneben. Und dann noch eine daneben. 3 reichen wir dann erstmal. Und dann sollten wir ziemlich gut Leder bzw. Lederschuhe produzieren. Und Lederschuhe können wir unseren Städten dann als Annehmlichkeiten geben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich vorhabe. Wir haben jetzt noch Seile gefertigt, weiteren Schmuck, die ersten Möbel. Das bedeutet für mich, dass ich, wenn ich hier die Docks fertig gebaut habe, vielleicht in der Lage sein sollte, falls es noch nicht gebaut wurde, wo haben wir es denn? Stonehenge zu bauen. Stonehenge wäre stark mit den 25% Stadtwissen vor allen Dingen. Will ich schon mal einloggen? Habe ich überhaupt eine Region, wo ich Stonehenge noch bauen kann in meiner Hauptstadt? Ja, die hier oben, aber die ist ja wirklich viel zu gut, was Nahrung angeht. Wobei haben wir noch potenziell, das kann ich jetzt nicht gucken, ne? Andere 4er Nahrungsfelder. Wir haben hier schon das erste. Das wäre ein 3er-Feld, was ich auch auf Farm ausbauen könnte, aber eigentlich nicht möchte. Das hier unten könnten nochmal ein paar Farmen werden. Erst recht wegen der Baumwolle auch. Aber ich möchte kein so großes Gebiet für einen Triumph opfern. Nein, da müssen wir jetzt warten, bis wir ein weiteres Gebiet freischalten in Mexiko-Stadt und dann können wir dort auch Stonehenge bauen. Aber ich denke jetzt, wo wir genug Werkzeuge und Seile haben, um Stonehenge bauen zu können, sollten wir unsere Werkstatt hier nicht mehr Seile fertigen lassen, sondern erstmal etwas anderes, nämlich Körbe. Die verbrauchen wir gerade als Annehmlichkeiten in unseren Städten. 5 Stück wären erstmal gut, da kannst du auch Materialien reinstecken und auch Holz. Und danach gucken wir mal weiter, was ihr herstellt. Haben wir in Mexiko-Stadt noch mehr Werkstätten? Ich glaube, wir haben 2 Werkstätten. Ja, hier wird noch ein Flug hergestellt. Ich hatte nicht darauf geachtet, ob wir jetzt einen Flug hergestellt haben. Ja, perfekt. Aber wir haben noch mehr Flüge im Bedarf. Das bedeutet, wir dürfen diese Werkstatt nicht umswitchen. Und ansonsten, genau, die Werkstatt stellt weiter für uns die Möbel her. Und hier ist noch gar keine Werkstatt. Da sollte auf jeden Fall auch demnächst mal eine kommen. Jetzt müssen wir noch überlegen, wo genau. So, ein weiterer Flug ist fertig. Das bedeutet, wir können jetzt mal hier in Uruapan reingucken. Ich glaube, hier war noch ein Hof, wenn mich nicht alles irrt ohne Flug. Nope, dann war es doch in unserer Hauptstadt. Doch nicht. Ich bin mir sicher, wir hätten noch einen Hof gehabt, der einen Flug braucht. Naja, ich will mich da nicht beschweren. Und gehen wir mal nach Uruapan. Was kostet mich das jetzt? Okay, eine Runde noch, dann können wir es beschleunigen. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist mir alles an Geld wert, was ich besitze. Einfach damit ich die extra Triumphpunkte bzw. Prestigepunkte kriege durch das goldene Zeitalter. Ein Abkommen wird uns vorgeschlagen. Wahrscheinlich ein Händler mit Wilma Mankiller. Können wir nächste Runde mal gucken, was sie so anzubieten hat. Ich kann sowieso mal ganz kurz gucken, ob wir nicht irgendwie einen Händler haben, der noch frei ist. Und wir haben noch einen über, der frei ist. Und ich denke, ich sollte dann aufhören. Die wären in 3 Runden da. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich dann gerne anfangen würde, direkt Schmuck und direkt noch Körbe mir liefern zu lassen. Auf jeden Fall Schmuck, das können wir schon mal machen. Und in 3 Runden gucke ich dann nochmal, ob wir hier die Edelmetalle austauschen können. Gegen irgendwas Sinnvolleres. Wir haben Griechenland getroffen. König Alexander den Großen. Zum Glück ist er sehr weit weg von uns. Ich glaube, er ist eine sehr militärische
militaristische Nation. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn er das ist. Und damit ist auch dieser Zug schon wieder vorbei. Und jetzt sollten wir Nemrut Duck fertig bauen können. Also beschleunigen wir das Ganze und sind damit dann hoffentlich die allerersten, die das fertig gekriegt haben. Und wir haben jetzt auch schon ein Straßennetzwerk zu unseren Nachbarn, weil wir ja mit denen gehandelt haben. Und hat Canberra uns auch Straßen gebaut? Ja, wir sind einfach über unsere Nation hier rein theoretisch verbunden. Perfekt. Ihr seid immer noch ein Feind an meiner südlichen Grenze, der weg soll. Australien ist auch auf jeden Fall jemand, den ich dort nicht mehr lange haben möchte. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz gucken, wie meine Kriegsmüdigkeit aussieht. Ich möchte noch eine Runde abwarten. Kriegsmüdigkeit Stufe 2. Oh, Moment. Okay, auf Stufe 1 würden wir kommen in 2 Runden. Ja, ich möchte den Happiness-Bonus ungern, boah, Malus, ungern weiterhin behalten. Deswegen sollte ich da noch ein bisschen länger warten, bis wir dann Karl den Großen den Krieg erklären. Mexiko-Stadt. Eine Veranstaltung? Nee. Ich weiß gerade gar nicht. Ich könnte ein Pferd ausgeben und dafür 2 Beziehungen mit den kriegen. Nö, die sind mir egal. Die sind eh hier unten irgendwo. Das Pferd gehört uns. So, mit den Cherokee könnten wir jetzt auch mal ein Handelsabkommen uns anzeigen lassen. Die besitzen tatsächlich Stoff schon. Aber Stoff wäre nicht so stark für uns tatsächlich. Das heißt, wir handeln gleich weiter mit Belgien und holen uns dann in 2 Runden dort irgendeine weitere Annehmlichkeit, die wir gut gebrauchen können. Was haben wir fertiggestellt? Körbe, das ist gut. Getreidelager ist gut. Nochmal ein Brot. Da sind wir überall on top. Das heißt, wir haben überall genug. Und wenn ich jetzt die Runde beende, sollten wir Uruapan bzw. Nemrut Duck in Uruapan fertig bekommen. Unser Volk hat Nemrut Duck gebaut. Da sagt sie es auch. Hier können wir uns das Ganze einmal angucken. Und um das Ganze noch schöner anzugucken, gucken wir uns das jetzt hier über diese Kamera einfach an. Und ich finde, das Spiel ist einfach wirklich hübsch, da kann man nicht viel gegen sagen. Und das Gute an Nemrut Duck ist, wir haben jetzt ein weiteres Stadtlimit erhalten dadurch. Das bedeutet, wir könnten... Perth will ich eigentlich nicht einnehmen, Perth will ich eigentlich nur vernichten, das steht mir nur im Weg. Meine Städte werden dort schon hinwachsen. Aber wir könnten jetzt Cheha und Addis Abeba zum Beispiel einnehmen. Oder Addis Abeba und Timmenhor, oder was auch immer für eine Stadt hier links noch ist. Sind auf jeden Fall Überlegungen, die ich jetzt habe. Oder wir können hier oben Mexicali und Halle wegnehmen, wobei sie auch wieder so nah beieinander. Das heißt, ich möchte wahrscheinlich nur Mexicali haben. Ah, die haben jetzt langsam auch angefangen hier nach Armee zu bauen. Jetzt sollten wir noch eine Armee in Pachuca bauen, um sicher zu sein, dass wir dann auch erfolgreich gegen die vorangehen. Dieser Speerkämpfer kostet uns momentan Geld und bringt uns eigentlich recht wenig. Ich glaube, ich würde ihn gerne auflösen, weil wir könnten noch 2 weitere Landstreitkräfte. Können wir auch erstmal behalten. Solange wir ihn nicht neu formieren können, ist mir ein einzelner Speerträger halt nicht wirklich viel wert. Und wo ich gerade davon rede, könnten wir den einfach mal hier hinschicken und diesen letzten Löwen töten und dann hier oben noch weitermachen. Naja, hier oben sind alle Gebiete soweit fertig. Okay. Aber nochmal eine Veranstaltung. Leopold der Erste aus Belgien. Kostet uns ein bisschen Geld und es wird die Republik freigeschaltet. Oh, da haben wir ein Stadtlimit von 6. Auf jeden Fall wollen wir in eure Wissensliga. Wir sind also ganz gute Freunde mit Belgien. Ja, sehr, sehr gute Freunde. Ich muss die Eisenzeit erreichen. Haben die Eisenzeit noch nicht erreicht? Wir sind doch schon in der Eisenzeit, ne? Ja, also können wir denen noch kein weiteres Abkommen anbieten. Schade, schade. Haben wir hier jetzt schon weitere Gerber gebaut? Nein. In 7 Runden. Die Stadt hat eine extrem schlechte Produktion. Haben wir die Möglichkeit, hier in eure Wohnung nochmal Möbel reinzustecken? Ja, dann soll es euch doch gegönnt sein. Und hier sind wir von 17 auf 19 gesprungen, einfach weil es eben durch die Boni, die wir haben, wir haben ja prozentuelle Boni auf die Produktion, zum Beispiel durch die hohe Lebensqualität, ist dann eben der eine Produktionspunkt schon 2 Produktionspunkte wert. Und dann lohnt sich so ein Möbel in so einer Wohnung doch nochmal besonders. Nur mal kurz darauf hingewiesen. So, wir können die Regierung wechseln, nämlich hin zur Republik. Was bringt uns die Republik? Plus 10 Wissen für alle Städte, das gefällt mir schon mal besser als die Sicherheit und Wohlstand. Mehr Wissenschaftler, Künstler, Aktivisten, finde ich nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht und die plus 10 glatte Zufriedenheit für alle Städte ist auch nicht schlecht. Aber wir nehmen die Aktivisten, Künstler und so weiter. Na, hier bleibe ich auf niedrigen Steuern, dafür sind die Effekte einfach zu stark, die man hier bekommt. Und damit treten wir jetzt in die Republik ein und das nur dank unserer guten Freunde der Belgier. Das macht mich wirklich glücklich. So sind wir wesentlich schneller reingekommen in die Republik und können jetzt noch viel mehr Städte besitzen. Und das sollten wir auch endlich anstreben. Meine aktuelle Stadtobergrenze ist bei 4. Ah, never mind. Meine Regierung wird erst im nächsten Zug angepasst. Deswegen steht jetzt noch 3 von 4 hier unten. Oh. Ich habe hier unten hingeguckt, sorry. Hier steht 3 von 4, aber nächster Zug haben wir dann 7. Und da wollen wir hin. Ich war nur wieder irritiert, weil ich natürlich erstmal die Runde beenden muss. So, Regierung geändert. Damit haben wir es jetzt auch. Jetzt haben wir 4 weitere Städte. Die müssen wir natürlich erstmal siedeln oder erobern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich dort hingehen möchte. Dass Karl der Große jetzt hier 2 Armeen hat, stört mich schon sehr. Und zwar sind ziemlich starke sogar hier. Eine Keilformation mit Schwertträgern. Kann ich hier irgendwas upgraden? Ah, nee, upgraden kann man Truppen ja nicht. dann wird wohl doch nicht Stonehenge gebaut in Mexiko-Stadt, sobald hier der, oder
Ach, ich kann es nicht mehr beschleunigen. Anstatt Stonehenge kann ich denn dort irgendwas anderes bauen. So, ich habe 1, 2, 3, 4, einen fünften kann ich jetzt noch einsetzen. Haben wir noch irgendwo etwas, wo es uns richtig voranbringen würde? Nicht so richtig. Dann möchte ich dich doch gerne in den Kornspeicher setzen. Mehr Getreidelager ist nie verkehrt. Ja, machen wir das. Und nochmal kurz die Gebäude durchgucken, aber das sieht alles gut aus. Dann denke ich, ist die Runde auch soweit fertig. Und ich habe was vergessen. Ich wollte doch, wenn wir nach 3 Runden mit Belgien... wir können ein Bündnis vorschlagen. Ein Forschungsabkommen. Ich möchte doch zunächst das Bündnis vorschlagen. Kann ich euch jetzt gar kein Handelsangebot mehr machen, glaube ich. Aber ist dem so. So, wir können ja auch hier jetzt... gut, das nehmen wir jetzt einfach raus. Genau, da sind wir jetzt nämlich auch durch mit. Und was möchte ich ansonsten von euch haben? Ich denke, ich möchte Kräuterarznei haben. Alle 4 Runde eine Kräuterarznei, das ist stark. Dann könnte ich mal anfangen, in Mexiko-Stadt zum Beispiel Kräuterarzneien auch einzusetzen. Ah, perfekt, wir haben sogar einen weiteren freien Platz dafür. Ich möchte... wir haben sie noch nicht. Dann dürft ihr diese Runde noch einmal Körbe bekommen für die nächsten 10 Runden. Und dann hoffe ich, dass ich in 4 Runden dran denke, irgendwas auszutauschen. Oder hier könnte ich dann den Korb austauschen gegen die Arzneien. Und ich denke, hier oben sind sie noch nicht notwendig. Ah, Pachuca könnte auch schon von Arzneien profitieren. Never mind. Also ja, die Arzneien sind gut. Da freue ich mich drauf, wenn die ankommen. So, und die ziehen ihre Truppen aus Mexicali weg. Das freut mich. Wir dürfen jetzt das Monument bauen. Das möchte ich ab jetzt in jeder meiner Innenstädte so schnell wie möglich bauen. Und ansonsten haben wir nichts anderes wirklich freigeschaltet, außer die Statue, die wir aber noch nicht bauen können. So, wir könnten ins Kulturerbe gehen, könnten wir Missionare bauen und damit anfangen, unsere Religion zu verbreitern. Das wäre interessant. Ein Katapult für unsere Belagerung von Mexicali könnte auch ziemlich stark sein. Bewässerung ist auch nicht schlecht, erst recht, wenn man dann die hängenden Gärten baut für die Stadtgesundheit. Dafür würden uns aber noch Werkzeuge und Blumen fehlen. Ich glaube, wir können Blumen momentan gar nicht kriegen. Und nope, sie sind auch nirgendwo in der Nähe irgendwo am Wachsen, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, da sind wir lange von weg. Das heißt, für die hängenden Gärten brauche ich die Bewässerung nicht. Würde aber den verbesserten Bauernhof freischalten, für den wir allerdings, um den zu bauen, brauchen Eisenwerkzeuge. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und die haben wir halt noch nicht. Damit sollten wir aber bald mal anfangen. Tut mir ein bisschen schwer mit der Entscheidung. Doch ich denke, ich möchte gerne in Richtung Münzprägeranstalt, um mehr Geld zu machen, weil Geld einen wirklich gut voranbringen kann. Apropos Geld, ich pushe jetzt hier die erste Gerberei mit ein bisschen Geld. Kann ich hier dann auch die Drogerie pushen? Ja, auch das mache ich. Dann haben wir gleich eine entspannte Runde mit neuen Gebäuden, in der wir einiges machen müssen. Und hier ist scheinbar der Dock fertig. Das gefällt mir. Die Stadt hat jetzt 34 Stadtproduktion. Wenn ich hier einen Experten reinpacke, das heißt, irgendwo anders einen rausnehmen. Und wir hatten ja oben einen, der nicht ganz so wichtig war. Hier im Getreidelager, genau. Den möchte ich jetzt reinpacken hier in die Docks und kriege dann 20% Stadtproduktion. Damit sind wir schon bei 36 Stadtproduktion. Jetzt sollten wir anfangen, richtig schnell Gebäude bauen zu können. Den Altar möchte ich haben, aber ich hatte eben gesagt, dass ich jetzt als allererstes in meinen Städten das Monument bauen werde. Und zwar im Innenstadtbereich für die extra Prestige, die wir da kriegen. Bei uns ist der Innenstadtbereich dieses Gebiet oder dieses Gebiet? Ich glaube, es war dieses Gebiet. Ja, ist dieses Gebiet. Dann darf unser Monument hier oben rechts dieses kleine Feld bekommen. Und dann sollten wir hier auch schon anschließend nochmal Wohnungen bauen, weil wir dann die Wohnung brauchen. Ich gebe mal lieber Wohnung ein, weil jetzt fängt es langsam an, unübersichtlich zu werden. Deswegen sollte man die Suche so oft wie möglich verwenden. Meiner Ansicht nach. Und haben wir nochmal Möbel gebaut? Nee, noch nicht. Wir könnten aber jetzt bestimmt in einen unserer Werkstätten hier. Ihr stellt immer noch Flüge her. Einen einzigen Flug noch, ja. Und dann kannst du mir nochmal, danach kannst du mir 5 Möbel bitte bauen. Und dann machst du keine Steinwerkzeuge. Oder war das jetzt schon irgendwie angebaut? Nee, es war noch nicht angefangen, das Steinwerkzeug, okay. Dann kommt ihr jetzt raus aus der Kette. Und stattdessen kommen rein die Metallwerkzeuge, meine ich. Die kann man pushen. Ja, möchte ich auch noch vor den Möbeln haben? Ja, möchte ich. Indem man dort Metallbarren reinpackt. Deswegen habe ich angefangen, schon welche zu handeln und auch welche zu bekommen. Materialien und Holz. Materialien tatsächlich weniger als Holz, aber Holz haben wir momentan mehr. Und deswegen packen wir dann da auch Holz rein. Ja, und da können wir leider nichts machen. Aber dann stellen wir 1,2 Metallwerkzeuge pro Runde her. Das ist stark. Jedenfalls die ersten 3 Runden, wo wir Metallbarren reinpacken. Und dann muss ich sehen, was ich mache. Vielleicht noch ein paar Runden Geld reinpacken. Aber ich denke, das sollte alles passen. So, dann transistieren wir jetzt langsam weg von den Steinwerkzeugen. Ich möchte auch gern Metallkochtöpfe herstellen, denn auch die können in die Wohnung rein. Aber was sollte denn eine andere Werkstatt machen? Habe ich hier mehrere Werkstätte in dieser Stadt? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ja, Werkstatt 1 natürlich. Die stellt Körbe her und soll danach dann Seile machen. Ich denke, wir werden noch ein paar Kochtöpfe machen, bevor du mit den Seilen weitermachst. Und da stecken wir dann sogar Vermögen rein. Dann noch die 3 Materialien. Damit es dann 10 Runden dauert, bis wir unsere 5 Metalltöpfe haben, dann können wir auch alle unsere Wohnungen mit Metalltöpfen ausstatten. Und dann sind wir ready für den nächsten Zug.
Ein Scharmützel mit Äthiopien. Na, das ist ja interessant. Gerade wo ich meine Armeen im Norden habe und diese Truppe hierhin geschickt habe, um die Löwen zu besiegen. Verdammt, ich bin unbefestigt. Da hätte ich mehr auf den Kriegstimer oder auf den Friedenstimer achten sollen. Lauf mal zurück zu Mexiko-Stadt, bitte. Und zwar beide? Ja, beide. Ich will jetzt gegen Äthiopien die Städte einnehmen. Die haben mir oft genug ja, ans Bein gepisst. Ich will sie jetzt zumindest Cheha auslöschen und eigentlich dann auch Addis Abeba einnehmen. Vielleicht auch beide einnehmen? Das muss ich noch überlegen. Auf jeden Fall Addis Abeba einnehmen. Wir haben 25 Runden Zeit, das sollte reichen. Und wir haben jetzt hier die Gerberei fertig. Da kann ich nichts reinpacken. Und ich möchte euch Sandalen herstellen lassen. Dafür könnt ihr erstmal Leder verwenden. Ist das Leder verbraucht ist und ihr könnt auch Materialien verwenden. Dann braucht ihr 3 Runden für einmal Sandalen, das ist super. Und Sandalen bringen nämlich plus 10% Stadtproduktion und plus 10% Stadtgesundheit, sind also wirklich stark, um Städte zu pushen. Das heißt, Sandalen sind eine der Annehmlichkeiten zusammen mit dem Getreidelager, die man meiner Meinung nach in jeder Stadt braucht, wenn man wirklich stark und produktiv sein möchte. So, jetzt haben wir in Uruapan die Möglichkeit, mehr zu bauen. Haben wir denn in unserem Stadtdistrikt, also in unserem ersten Distrikt hier, wenn ich mal nach Zonen gucke, da hätten wir noch Platz für noch eine weitere Wohnung. Das sollte ich auch tun, denn wir sind noch nicht so wirklich nah am Wachstumslimit, aber in der Wohnung können wir dann ja wieder Sachen reinpacken, die uns mehr Produktion bringen. Und dementsprechend möchte ich das tun, aber ich möchte eigentlich auch gerne... die Wohnung dauert 3 Runden. Wenn wir hier einen Hof bauen, dauert das auch 3 Runden. Die Höfe bringen halt auch immer die 3% Stadtwachstum dazu. Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir wirklich, wirklich unschlüssig. Oder vielleicht hier erstmal die Bisonherde mit einem Jagdlager. Das dauert 6 Runden. Können wir das mit Geld beschleunigen? Wir machen momentan nicht so viel Geld. Die Schweine. Wie lange brauchen die Schweine? Das ist ein 3 Runden Hof. Dann holen wir uns jetzt die Schweine in unsere Nation und danach denn wahrscheinlich... Ich tue mir wirklich schwer. Dann gucken wir danach einfach weiter. Habe ich gerade richtig gesehen, dass wir noch einen frei haben hier? Ja, wir haben noch einen frei, der nicht arbeitet in keinem Feld. Die 5 Stadtsicherheit, ja, Produziere mir doch die 200% handwerkliche Verbesserung, handwerkliche Produktion für diese Verbesserung. Warum genau 200% für die und die anderen beiden Bäckereien nicht? Ach, das ist eine Drogerie. Aber das ist eine Bäckerei. Diese Bäckerei kriegt 150%, diese Bäckerei kriegt 200%. Und wir haben auch gar keinen Über, weil hier schon einer drin steht. Never mind. Aber das wundert mich ein bisschen. Wenn ihr wisst, warum das so ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Genauso wie eure Meinung zu, wir spielen nur den ersten Akt in diesem längeren Angespielt, würde ich es dann nennen. Und gucken dann ab November, wie sich das entwickelt mit den neuen großen Updates. Weil momentan kommen ja wöchentlich kleine Hotpatches. Und ja, wir haben schlechte Grenzen. Ja, das macht mir gar nichts mit den Grenzen. Ihr seid auf dem Weg zu mir, aber ich bin ja auch auf dem Weg zu euch. Dementsprechend sehe ich da kein Problem. Unsere Drogerie ist fertig. Die kann Steinwerkzeuge bekommen. Steinwerkzeuge bringen 25% handwerkliche Produktion, während Metallwerkzeuge 1,3 Produktion pro Zug bringen. Hört sich weniger an als einfach 25% Verbesserung, wenn ich ehrlich bin. Muss ich dann mal nachgucken, wenn es soweit ist. Oh, wir haben sogar ein Rad über perfekt. Und jetzt sollst du mir natürlich Kräuterarzneien herstellen. Ich möchte keine 50 Geld pro Runde einstecken. Teeblätter könnt ihr kriegen, solange wir welche haben. Keramiktöpfe könnt ihr jede Runde verbrauchen, davon haben wir genug. Und dann machen wir jetzt alle 4 Runden noch weitere Kräuterarznei, plus die Kräuterarznei, die wir handeln. Und dann können wir langsam anfangen, unsere Städten Kräuterarznei zu geben. Und ja, wir haben viel zu wenig Städte. Ich möchte an mein 7er Stadtlimit langsam rankommen. Und da müssen wir schon ein bisschen sputen. Da waren wir schon drin. Da waren wir jetzt auch gerade drin. Perfekt. Dann sind wir hier überall fertig. Was haben wir produziert? Körbe, Möbel. Wir sind nicht überall fertig. Das heißt jetzt auch in Uruapan, wenn wir in diese Wohnungen, haben wir schon. Ich würde jetzt gerne durch die Wohnung durchswitchen können, aber nein, kann ich leider nicht. Gehen wir mal auf die Verbesserung. So, haben wir nur die... Wir bauen gerade... Nee, ich wollte noch Wohnung bauen, habe ich aber nicht. Also haben wir hier nur die eine Wohnung. Hier ist auch eine Wohnung, wo schon der Stuhl drin steht. Und in diesen Wohnungen haben wir noch keine Möbel. Damit hat unsere Hauptstadt jetzt auch 23 Produktion. Ich war der Meinung, wir waren letzte Runde schon mal höher, was Produktivität anging. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren großen Werken? 9 Runden noch und dann 17 Runden noch. Dich muss ich in 17 Runden unbedingt dran denken, dass du nicht hier drin stehen bleibst, weil du bist nicht kompetent darin. Die, ich glaube, Musik, ich weiß gar nicht genau, wo kann ich sehen, was sie herstellt? Ich glaube, sie stellt ein Musikwerk her. Auf jeden Fall ist sie nicht gut da drin. Und das sollten wir dann, ja, jemand anders machen lassen. So, sie sind auf dem Weg zur Mexiko-Stadt, während wir noch auf dem Weg sind, uns zu verteidigen. In 2 Runden sind wir denn da. Ich denke, dass jetzt ist genauso wie der andere Moment ein sehr guter Moment, um diese Episode zu beenden. Wir haben mein Zeitlimit schon wieder erreicht. Und ich bin gespannt, was ihr sagt über meinen Vorschlag mit, wir spielen bis Akt 1 zu Ende, gucken uns das einmal an und packen dann noch alles, was wir gelernt haben. Wie gesagt, ich habe ein einziges Testspiel vorgespielt und auch in Sim-Spiel habe ich jetzt wieder ganz viele Sachen neu gelernt. Mit den beiden Hotpatches, die bis jetzt gekommen sind und bis November kommen werden, gehe ich davon aus, dass das Spiel nochmal ein ganz anderes ist. Und ich glaube, es ist einfach interessanter für euch, denn wenn ihr das Spiel auch gleichzeitig spielt mit mir zum Beispiel, dass ich dann auch dieselbe Version spiele wie ihr oder zumindest eine, die wesentlich näher dran ist. Aber ich lasse euch das entscheiden, deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin, euer Mische.
Let's go back to the beginning. There. The world untouched.